Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Digitaler Lieferschein, die Zukunft beim Waldverband Steiermark. Knappe Niederlage der Spielgemeinschaft DFC Leoben, LUV Graz gegen Union Klein München. Und das Wetter morgen, wechselhaft mit etwas Sonne. In einer globalen Welt und einem digitalen Zeitalter gibt es immer wieder kreative Köpfe, die auch als Vordenker gerade in diesem Spektrum Sensationelles geschaffen haben und schaffen werden. Die Steiermark als eines der waldreichsten Gebiete fordert geradezu Neues heraus. Der Waldverband wartet mit einer hochinteressanten Neuerung auf, die sich zum Beispiel mit dem Thema von elektronischen Frachtaufträgen auseinandersetzt und so einen hohen Grad an Sicherheit und Transparenz liefert. Der digitale Lieferschein bietet für jeden Waldbesitzer die größte Sicherheit, weil das Holz von Abtransport bis zur Abrechnung total kontrolliert wird. Und es gibt eine Sicherheit und Rückhalt und einfach ein gutes Gefühl. Da kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, ich kann das Holz dem Waldverband geben, weil es eben sicher ist, die Übernahme besichert und bis zur Auszahlung alles besichert ist. Und das ist der größte Vorteil vom Waldverband. Hochinteressant ist es, den Ablauf des Transportes mittels elektronischem Lieferschein genau verfolgen zu können. Ich bekomme den digitalen Lieferschein von der Säge. Den teile ich dann dem Mitglied zu und den Frächter. Der Frächter bekommt diesen digitalen Lieferschein über Computer auf seinen Tablet im LKW. Dann kann er den Auftrag beginnen. Er fährt in den Wald, holt das Holz, macht 3 Fotos, fährt zur Säge. Dort wird eine Fuhrnummer erstellt, das Holz wird vermessen. Dann kann der Waldbesitzer bzw. das Mitglied auf der Woodlogistik-Webseite holzabrechnungen.at sich einloggen mit seinem eigenen Account. Man kann die Fuhrauswertung vorab anschauen. Erfreulich sind die Statistiken über das Interesse an jungen Leuten, die sich der Forstwirtschaft widmen. Den Schülern wird somit schon in der Ausbildung die Möglichkeit geboten, sich mittels elektronischem Medium über den digitalen Lieferschein zu informieren. Die Schüler lernen somit die Verbindung zwischen Wald und dem Transport von Forstgut in einer zukunftsorientierten digitalen Welt hautnah mitzuverfolgen. Also ich habe es sehr interessant gefunden, dass wir wirklich vom Aufladen des Holzes und vom Abladen dabei waren und wir das gesehen haben, wie das mit dem Lieferschein funktioniert. Ich als Landwirt habe eine Sicherheit und sehe immer, was mit meinem Holz passiert. Auch die Pädagogen müssen sich dieser Herausforderung stellen. Ihnen obliegt es, auch die in der Forstwirtschaft tätigen Schüler mit den neuesten Erkenntnissen wie den digitalen Lieferscheinen auseinanderzusetzen. Dieses Beispiel ist ein Vorzeigemodell, wie man in Zukunft die Achse Forstwirtschaft und Transportwesen noch besser nutzen kann. Ja, ich kann nur sagen, danke an den Waldverband, dass sie diesen Tag, diese Veranstaltung organisiert und ermöglicht haben. Ich war jetzt mit meinen Schülern dabei und wir haben sehr gut gesehen, einerseits, wie einfach Holz vom Übergeber zum Übernehmer gelangt, also vom Bauern zum Sägewerk, dass alles transparent ist und nachvollziehbar ist. Faszinierend. Wie in allen Bereichen der Wirtschaft und des Lebens heißt das Erfolgsrezept, Ideen koordinieren und miteinander der Zukunft entgegensehen. Die Sportanlage von LUV Graz befindet sich in Graz-Wetzelsdorf in der Grottenhofstraße. Seit 2 Jahren gibt es nun eine Spielgemeinschaft von LUV Graz und DFC Leoben. Die Mannschaft behauptet sich seit Jahren in der Frauenbundesliga. Im Vorfeld des Heimspieles gab es aufgrund von Kommunikationsproblemen innerhalb des Vereins Missstimmung. Die Probleme wurden ausgeräumt und so blickt man wieder in eine hoffnungsvolle Zukunft. Eitzelberger ist bestrebt, mit uns eine Spielgemeinschaft durchzuführen, die in Ordnung ist. Aber wenn heute von außen Leute kommen und die was behaupten, das überhaupt nicht der Fall ist. Wir sind bestrebt, auch das Finanzielle immer im Griff zu haben. Und wir wollen nicht, dass es zwischen dem FC Leoben und LUV irgendwelche Probleme gibt. Von LUV sind nie Gelder zurückbehalten worden. Und ich bin auch bestrebt, dass die Mannschaft intakt ist,
Natürlich muss da Geld fließen, aber ich kann erst Geld fließen lassen, wenn auch wir Geld bekommen. Also kann man sagen, die Wogen waren eher ein Sturm im Wasserglas. Das Heimspiel gegen die oberösterreichische Damenmannschaft Union Kleinmünchen in blauen Dressen und die Spielgemeinschaft in schwarzen Heimdressen. Dieses Match zählte bereits zum Bereich, nicht in den Abstiegsstrudel zu gelangen. Nun zum Spiel. Nach einem Schlagabtausch zu Beginn des Spiels dauerte es immerhin 15 Minuten bis zum ersten richtigen Torschuss. In der Folge war das Spiel eher von Standardsituationen beherrscht. Das Match zeigte, dass es im Frauenfußball ganz schön zur Sache geht. Die Schüsse aufs Tor waren zu diesem Zeitpunkt eher Mangelware. Bis zur 36. Minute. Dann passierte der Torfrau ein Patzer, den sie aber letztlich parieren konnte. In der 38. Minute Alarm vor dem LUV-Tor. Und schon ist es passiert. 0:1 aus der Sicht der Spielgemeinschaft. Wie immer hofft man, ein wichtiges Anschlusstor noch vor der Pause zu erzielen. Aber es blieb bei der Hoffnung. Gleich zu Beginn der Hälfte 2 konnte sich die Torfrau der Spielgemeinschaft durch eine Glanzparade auszeichnen. Das Spiel nahm an Härte zu, ein Foul nach dem anderen prägte in dieser Zeitspanne das Spiel. Wacker hielten sich die Spielerinnen der Spielgemeinschaft und schließlich gelang ihnen der ersehnte Ausgleich, also 1:1. Torschützin, die Mannschaftskapitänin Susanna Höller mit der Nummer 23. Nicht lange währte die Freude und die Oberösterreicherinnen schlugen zum zweiten Mal zu. 1:2, das Zwischenergebnis. Mit Fortdauer des Matches allerdings waren die Steirerinnen eher in die Defensive gedrängt. Und in der 75. Minute hieß es mehrmals Alarm, Alarm vor dem LUV-Tor. Erfreulich aber immerhin die Bereinigung einiger Missverständnisse im Verein. Es ist jetzt eigentlich für die Zukunft alles ausgesprochen. Wir haben auch von Herrn Bölter und von Lufobmann eine Unterstützung bekommen, eine finanzielle. Aber so soll es ja auch sein. Es ist eben nur schade, wenn oft naive oder unkomplizierte Aussagen von anderen Personen kommen, die dann irgendwelche Sachen dokumentieren, die eigentlich mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Das ist natürlich sehr schade, aber ich denke doch, wir zwei werden das auch in den Griff bekommen und können dann, hoffe ich, doch in eine geregelte Zukunft schauen. Schlusspfiff des Schiedsrichters und leider, wenn auch knapp, wieder eine Niederlage. Das letzte Heimspiel der Herbstsaison findet am 5. November gegen Südburgenland statt. Es bleibt zu hoffen, dass die Ambitionen der jungen Damen endlich belohnt werden. Wir sind uns immer einig gewesen, Robert und ich. Und man sieht ja, die Mannschaft ist ja intakt. Die Mannschaft spielt und wir sind froh, dass wir von MEMA TV unterstützt werden, möchte ich sagen. Ich bin froh, dass wir in die Breite geführt werden. Heute war es feucht und regnerisch bei Maximalwerten um die plus 10 Grad. Der morgige Freitag wird wechselhaft und trüb. Die Sonne zeigt sich nur ab und zu bei Höchstwerten um die plus 12 Grad.